Schocknachricht von den Toten Hosen. Wie die Band auf Facebook mitteilt, hat Frontmann Campino, 55, am Freitagmorgen einen Hörsturz erlitten. Auf Anweisung der Ärzte müssen wir daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen. Weiter heißt es, wir bemühen uns um einen Ersatztermin und werden diesen in der nächsten Woche vermelden können. Die Toten Hosen waren erst am Donnerstagabend in der Waldbühne aufgetreten und performten dort vor rund 20.000 Fans. Am kommenden Sonntag, 10. Juni, ist die Düsseldorfer Band als Headliner für das München Open Air Rock Cavaria gebucht. Ob sie diesen Termin wahrnehmen können, ist noch unklar. Wie es weitergeht, geben wir sobald wie möglich bekannt, ist auf Facebook weiterzulesen.